Hallo Röhm, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. So, hier haben wir auch einen Tisch. Warte mal. Das muss ja auch nochmal sein, ne? Haben wir noch einen? Schade. Warum hatten wir denn vorhin den Bug, dass wir überall, also dass wir den behalten haben, einfach so? Wir müssen aber noch überall welche hinstellen. Ich glaube, hier können wir bestimmt auch noch einen hinstellen. Einen Becher. Schätze ich jetzt einfach mal. Hier können wir auch nichts anmachen. Da kommt der nächste Ausgang. Da hinten war auch nichts. Nee, hier ist der Raum. Da war auch kein Waschbecken. Und hier haben wir schon alle an. Okay, ich habe einen Plan. Du isst unser Gold und schüttelst dann deinen Bauch. Das Klimpern wird die Schlange. Dann benutze den Goldatem, um sie in eine Statue zu verwandeln. Lass uns das verschieben, okay? Ich habe noch keinen Hunger. Alter. Okay. Schade, das wäre voll nice gewesen. Hätten wir den irgendwie bis zur Blase hochziehen können oder so. Dann einfach mit Wasser bespritzen, so. Schade. Hier ist also auch kein Wasser an mehr, den wir anmachen können. Und los geht's. In der Küche vielleicht. Die Küche habe ich, glaube ich, vergessen. Da kommt der nächste Ausgang. So, hoch. Hoch. Danke, Edna. Hier hinten war auch keins und hier war auch keins. Kein Waschbecken. Küche haben wir bestimmt eins vergessen, oder? Ja, okay. Lass doch an! Wieso lässt sich denn nicht an? Okay. Sonst war hier aber auch nirgends mehr eins. Dann haben wir doch schon alle angehabt. Dann haben wir auch nichts Wichtiges mehr. Wir müssen das halt irgendwie mit Blase jetzt langsam mal regeln. Ich gucke jetzt nochmal wirklich hier überall. Es tut mir leid, wenn ich denn damit das mit Leertaste mache. Aber ich habe Angst, dass ich irgendwas übersehe und hier halt wieder 50 Jahre rumirre, ohne irgendwas hinzubekommen. Das will ich halt nicht. Das wäre halt echt nicht so vom Vorteil, würde ich mal meinen. Ich muss jetzt nochmal irgendwie was an der Antenne ausprobieren. Oder hier noch irgendwas vergessen mit zu dem? Nee, ne? Nee, eigentlich ja nicht. Hier runter. Hier raus. Dorthin. Okay, ich kann mein Inventar schon wieder nicht nutzen. Jetzt, okay. So, was haben wir noch nicht? Schlüssel vielleicht. Moment. Sieh her, Harvey. So kann man einen Sender verschlüsseln. Ich hänge an deinen Lippen, Edna. Nice. Goldtopf. Sieh her, Harvey. So kann man alte Sendekonzepte aufwärmen. Ach, so einfach?
Wow. Probier's nochmal so. Raus. Da lang. Runter. Da lang. Da lang. Fernseher? Nein. Mann. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich glaube, vielleicht probiere ich jetzt einfach in jedem, also jedes Szenario einmal. Also, ich meine, dass ich jede Antenne einmal wieder drehe und dann den Fernseher nochmal anschalte. Zweimal oder so. Ja. Zack. Dort lang. Benutzen Antenne. Und nochmal. Ach, meine Güte. Dip, 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 dim. Ja, Leute, es tut mir leid, dass das jetzt wieder einfach nur hin und her gerenne ist. Aber ja, ich kann es nicht ändern, so. Das ist halt das Problem. Das sind halt die, ja. Das geht auch nicht. Oh. Okay. Oh, dass die Ladezeiten aber auch immer so lange sind, ist ätzend, ne? Das ist übel nervig. Okay. Benutzen. Und weiterlaufen. Da. Ja, ist langweilig, ne? Spannend und langweilig, total. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... Naja. Oh, dieser Husten. Tut mir so leid. Oh. So funktioniert auch nicht. Okay. Runter. 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 Oh oh. Hey!
Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Okay. Ich bin schon... Nee. Alarm! Entfl... Na, wo sind ich? Ich weiß immer nicht, was ich reden soll, Leute. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich labern soll. Ich will jetzt nochmal zum Barmann gehen. Weil brauchen ja irgendwie den die Schaufel. So. Deswegen. Vielleicht können wir erst weiter, wenn wir alle Zutaten oder so haben. Also für den Schlüssel jetzt. Nehmen. Hey, fast das ist der einzige. Aber natürlich. Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, Komplettlösung wäre nice. Steht nicht auf der Karte. Was? Lass mich mal. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du. Moment mal. Seine Unterschrift dürfte leicht zu fälschen sein. Wo könnte ich nur. Denk nach. Natürlich auf der Karte. Ja. Ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Megasoniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Alles klar. Unterschrift des Barmanns mit Cocktail. Was soll ich schreiben? X, X, X. Okay. Barmann. Aber nicht. Einen XXX, bitte. Steht nicht auf. Was? Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich. Ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Ja! Aber ich glaube, wir sind hier gerade 10 Minuten wieder nur rumgeirrt, Leute. Es tut mir so leid. Oh, das ist halt einfach todeslangweilig, denke ich mal. Vielleicht habe ich es rausgeschnitten oder so, ich weiß es nicht. Aber eigentlich will ich es nicht rausschneiden. Weil es ist halt, es gehört zu so einem Standard-Let's Play dazu. Ich hätte natürlich auch wieder den Bart beenden können und rumprobieren können. Aber... ja... Das mache ich ab nächstes Mal, nächsten da kommt der nächste Mal Ausgang. Wieder. Das. Ja. Nein, nicht da lang. Hier lang. Dass ich und dann wieder Part beende und rumprobiere. Ach, Mann. Es war halt. Oh, es tut mir so leid, dass das so todeslangweilig ist, aber man kann ja vorspulen, ne? Man kann ja vorspulen. Nehme ich euch auch da komplett nicht übel. Ausgang. Also von daher ist alles okay. Heilige Kacke, ey. So. Da haben wir schon mal Tonerde. Dann müssen wir halt nur noch den Schlüssel vom Blase bekommen. Und das ist so das einzige Problem, was ich gerade habe. Dass ich halt es nicht hinkriege. Ja. Hä? Hallo? Bist du noch da unten? Blase aus Klo zu locken. Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Mühe. Hallo, hallo. Ich glaube, er ist zu sehr mit... Ah, okay, ich wollte schon sagen. Tonerde. Geil. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Aber was kann ich aus der Tonerde jetzt machen?
Das ist eine gute Frage. Und Moment mal. Muss es vielleicht so sein, dass der Fernseher gar nicht funktioniert? Also hätte er vielleicht funktioniert, hätten wir vorher an der Antenne gar nichts gemacht. Meine ich damit. Vielleicht hat das weniger was mit Wasser zu tun, weil wir haben ja alles gemacht, was wir mit Wasser machen können. Vielleicht. Weiß ich nicht. Was ist denn hier alles? Moment mal. Ey, vor allem hier waren wir doch drin, ne? Warum hat er uns da drin nicht gesehen? Wir waren ja überall eigentlich. Moment mal. Vielleicht müssen die Monitore ausgehen oder so. Also ausgehen im Sinne von... Ja, nichts erkennen. Und ich meine, wir hatten ja nicht umsonst überall Lichtschalter. Ich lass mal das WC an. Es ist ein Badezimmer. Ich meine, vielleicht sieht er ja die Wasserhähne, wie sie da laufen und dann... Ja, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich will aber erstmal noch kurz die ganzen Räume angucken. Ist zwar wenig zu erkennen, aber egal. So, das ist der Aufenthaltsraum, ne? Ja, genau, okay. Wenn man lange genug auf die Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu erkennen. Okay. Echt? Ich erkenne da keine Buchstaben drin irgendwie. Erkennt ihr da Buchstaben? Also ich nicht. Doch! Doch! W. C. Okay, Moment, wir müssen das Licht anmachen. Vom. Ist das. Da ist das Licht doch an, oder? Wir müssen das Licht da ausmachen. Was will Edna ja nicht ausmachen, oder? Doch, ich glaube schon. Das Licht ausmachen und das Licht ausmachen. Alles. Oh, ich versuch's mal. Es ist ein Gedanke. Es ist todesabwegig. Es ist todeskomisch. Dieser Gedanke ist, also ich denke mir selber so dabei, das macht doch null Sinn. Aber gerade deswegen, weil es null Sinn macht, ne? Habe ich das Gefühl, weil es so weit hergeholt ist, traue ich den Entwicklern zu, dass die das so... Hey, ne, dass die die Idee haben. Deswegen, ich versuch's. Ja, wo sind denn... Ich bin mir todesunsicher dabei. Und ich hab das Gefühl, das wird nicht funktionieren. So. Und hier. Aber ich versuch's. Wir versuchen's einfach. Irgendwie das hab ich wohl wird das schon vielleicht eine Möglichkeit sein. Hoffentlich, bitte. Bitte. Kann ich den Fernseher ausmachen? Ich lass das jetzt ab. Oh. Ich hoffe, das zählt jetzt als dunkel. Zu welchem Raum mussten wir anmachen? Ne, noch ausmachen? Weiß er. Ah, okay, ja, ich weiß wieder. Alles gut, Leute. Ich hab nichts gesagt. Oder mussten wir... Warte mal. Oder müssen wir vielleicht alle ausmachen? Bis auf... Ich glaube, das macht mehr Sinn, oder? Das heißt, ich versuche das mal so rum. Alle ausmachen, bis auf die... bis auf die...
die das WC nicht anzeigen. Ja, es macht mehr Sinn, weil der eine Raum war ja schon aus. Also müssen wir das anlassen. Das. Nur den. Den Außenaufenthaltsraum hier können wir aber nicht ausmachen, ne? Ne, der muss auch nicht aus, glaube ich. Der war... War das einer, der nicht aus musste? Also das Klo musste aus. Dann, ne? Ja, es ist ja auch aus. Alles klar. Nee, es muss nicht so sein, weil... Hier können wir können das Licht ja gar nicht überall ausmachen in jedem Raum. Also müssen wir, glaube ich, überall das Licht anlassen. Abgesehen in den Räumen, die ich eben aufgezählt habe. Das macht mehr Sinn, oder? Weil ich meine, Aufenthaltsraum können wir nicht ausmachen. Oh, ups. Die anderen Räume können wir auch nicht ausmachen. So, also nicht alle. Deswegen lasse ich jetzt einfach mal lieber... Den aus. Oh Mann. Dieser Husten. Ich muss mal eben mir hier ein Hustenbonbon. Ich muss mir ein Hustenbonbon essen. Alles klar. Ich muss einen Hustenbonbon essen. Zur Tür. Dann jetzt dadurch. Dieses Husten tut mir so leid, Leute. Es tut mir einfach mega leid. Da kommt der nächste Ausgang. Gut Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.